Guten Morgen, ich höre mich noch ein bisschen verschlafen an, denn wir haben jetzt 7.53 Uhr und ich werde ein neues 24-Stunden-Video starten, denn ich werde ab gleich 24 Stunden lang einen Schwangerschaftsbauch tragen. Das war eine Videoidee, die sich sehr, sehr viele von euch gewünscht haben, deswegen mache ich das natürlich auch sehr gerne. Ich finde es extrem lustig. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es natürlich sehr, sehr gerne machen. Einfach auf den roten Abonnieren-Button klicken. Und ich trage übrigens einen Weihnachtsschlafanzug. Das sieht gerade in der Kamera so richtig verkehrt aus. Leute, so sieht der aus und wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, ist Weihnachten schon rum. Bei mir ist noch vor Weihnachten, deswegen darf ich das noch tragen. Hinterlasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ich öfter solche 24-Stunden-Videos machen soll. Und dann zeige ich euch jetzt den Bauch. Das hier ist der Bauch. Und oh mein Gott, Leute, das sieht... Oh Gott, das sieht richtig, richtig weird aus. Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, was meint ihr, wie viel wiegt der? Da bin ich mal sehr gespannt, ob da Leute richtig raten. Ihr habt jetzt ein paar Sekunden Zeit oder drückt jetzt auf Stopp und dann sage ich euch die Auflösung. Also, jetzt unten reinschreiben. Und wer hier ratet, jemand nicht mit. Also, die Auflösung kommt jetzt. Dieser Bauch wiegt 1900 Gramm. Also mega schwer. Und ich habe ihn jetzt mal angefasst. Und Leute, der fühlt sich null an wie ein richtiger Schwanger. Schwangerschaftsbauch. Also ich habe schon mal Schwangerschaftsbäuche angefasst, wie zum Beispiel den von Bibi und der war viel härter. Also keine Ahnung, ob ich jetzt falsch liege, aber das, was ich von Schwangerschaftsbäuchen kenne, ist nicht so schwabbelig. Okay, ich habe mir jetzt einfach so ein weißes Oberteil angezogen, bei dem ich meine, dass der Bauch drunter passen würde. Und dann habe ich einfach noch meine Schlafanzughose eingelassen, weil Leute, das hier ist eine Real-Life 24 Stunden Schwangersein verbringen Tag Videoblog. Und dann... diesen Bauch hier umzuschnallen. Oh Gott, Leute. Also, das ist der Bauch. Man hat hier einmal so zwei Träger. Ich mache das jetzt erstmal über meinem Oberteil, um euch das zu zeigen. Oh mein Gott! Also dafür, dass ich eigentlich voll die kleine Bauchgröße bestellt habe, sieht der mega mächtig an mir aus. Schon groß. Oh mein Gott, Leute, das ist jetzt der Bauch. Oha. Es ist super schwer. Ich bekomme jetzt schon Rückenschmerzen. Also es wären grandiose 24 Stunden, die ich hier vor mir habe. Ich muss eigentlich mal richtig schockiert, dass einfach so ein unter 2 Kilo Bauch an mir schon so riesig aussieht. Wie soll das denn am Ende irgendwie mit so einem 4 Kilo Bauch werden? Den konnte man nämlich rein theoretisch auch bestellen, aber ich habe mich dafür die Variante entschieden. Was meint ihr denn, wie viel Monat ist das? Ich würde sagen, 7. Da, ungefähr. Und jetzt geht es für mich ins Bad, weil ich muss mich ja für den Tag fertig machen. Und Leute, das Bad ist so unaufgeräumt. Das heißt, ich muss jetzt erstmal aufräumen. Und ich zeige euch das jetzt, weil es sollen ja realistische 24 Stunden sein. Und zwar... Ta-da-da-da. Die Unordnung. Yay. Ich schwöre auf alles. Gestern war es noch ordentlich und einen Tag später... sieht es jetzt hier einfach schon wieder so aus. Ich schmeiße meine Klamotten einfach auf den Boden abends, wenn ich irgendwie zu müde bin. Das ist nicht gut. Aber ja, ich räume jetzt erstmal mit diesem Bauch hier auf. Oh Gott, Leute, mein Bauch sitzt einfach so schief. Aber nicht jeder Schwangerschaftsbauch ist gerade. Ich klemme jetzt einfach meine Haare weg, weil das ist so anstrengend. Mit diesem Bauch hier einfach nur mal das Stativ aufzubauen, das war jetzt schon hart. Auf jeden Fall, Leute, vielleicht jetzt too much information, aber ich habe das Gefühl, ich schwitze zwischen meinem Bauch und dem Fake-Bauch. Richtig unangenehm. Komm dann jetzt erstmal auf. Darf sich als Schwangere ja eigentlich nicht so bücken, oder? Egal. Oh mein Gott. Das war echt anstrengender. Also, jetzt nicht so schlimm, aber es kommt mir schon so ein bisschen vor wie so ein kleines Bauch-Workout, die ganze Zeit mit so 2 Kilo vorne rumzurennen. Wahrscheinlich wird mich jede Schwangere so belächeln, wenn die da irgendwie noch viel mehr als das rumträgt. Aber ich finde das schon anstrengend. Ich wasche mir jetzt die Haare. Okay, ich habe jetzt mal gerade gegoogelt, ob man sich als Schwangere die Haare so über der Badewanne waschen kann. Weil das mache ich sehr häufig, wenn ich nur meine Haare wasche. Und oh Gott, das ist anstrengend. Es wird nicht empfohlen, aber es geht rein theoretisch. Und weil ich jetzt keine Lust habe, mich nackt unter der Dusche zu zeigen, da der Silikonbauch sowieso nicht so viel Sinn macht unter der Dusche, werde ich jetzt einfach die Haare nicht im Stehen waschen, sondern hier über der Badewanne. Auf jeden Fall, was ich verwende. Leute, Werbung, ich weiß. Also, ich verwende heute nicht Cookie, sondern die Rosenreihe. Weil wenn ich die Kur verwende, mache ich das immer meistens mit dem Rosenshampoo, weil es ansonsten halt nach Rose und Cookie riecht. Das ist sogar eigentlich richtig geil, aber manchmal möchte ich es lieber einheitlich haben. Deswegen erstmal das Bucket of New Roses Shampoo, dann die Spülung und dann hier die Haarkur und dafür verwende ich auch einen Pflegebooster. Ganz viele Fragen, ob man die Haarkur auch ohne einen Pflegebooster verwenden kann. Ja, kann man auch, aber der Pflegebooster sorgt eben für mehr Pflege und mehr Glanz, deswegen mische ich die immer rein. Ihr könnt auch mehrere Pflegebooster in die Haarkur reinmischen. Oh Gott, das ist irgendwie schon halb leer, oder? Ja, reicht aber noch.
warum ist eigentlich alles dreimal so anstrengend, wenn man schwanger ist? Also Leute, für den Rücken kann das hier ganz sicher nicht gut sein. Okay, und jetzt verwende ich die Haarkur. Dafür nehme ich mir dann einen Booster, trenne dann hinten dieses Plastikteil ab. Und das ist nochmal in so zwei Partien unterteilt, die ich voneinander trenne. Und dann öffne ich die Haarkur. Ihr seht, da ist nicht mehr so viel drin, aber das reicht locker nochmal. Und dann nehme ich mir einfach so ein bisschen was raus, je nachdem, wie viel ich brauche. Und dann gebe ich das hier rein. Ihr könnt ja einfach schauen, je nachdem wie lang eure Haare sind oder so, braucht ihr entweder mehr oder weniger Haarkur. Und dann nehme ich mir jetzt hier den Booster. Und den muss man ja einfach nur knicken. Keine Ahnung, ob ihr etwas seht, aber dann kommt der auch schon raus. Ich liebe dieses Thema einfach immer noch, Leute. Also wir arbeiten ja immer sehr lange an den Produkten und dass wir eine Haarkur machen, steht ja schon seit eineinhalb Jahren fest und dieses System auch schon seit einem Jahr. Wir testen die Sachen natürlich, bevor ihr sie irgendwo im Laden entdecken könnt, monatelang, und es ist irgendwie mega cool, dass das jetzt quasi kein Geheimnis mehr ist und ihr das auch zu Hause einfach mal nachmachen könnt. Und das gebe ich mir jetzt ins Haar und lasse es eine Minute einwirken. Oh Gott, Leute, das riecht so gut, ey. Wow, nochmal. Leute, schaut mal bitte, wie nass mein Bauch jetzt ist. Oh mein Gott. Also Leute, wenn ich irgendwann mal schwanger bin, werde ich mir nicht über der Badewanne die Haare waschen, sondern lieber unter der Dusche stehen. Das war nämlich sehr anstrengend und auch sehr unangenehm. Ich mache mich jetzt fertig für den Tag und schminke mich endlich. Das ist übrigens die Creme, die ich benutzt habe. Die ist von Kiehl's. Und dann mache ich jetzt weiter mit Foundation. Da verwende ich die Too Faced. Mache nur ganz, ganz simples und schnelles Make-up. Dann nehme ich einen Concealer. Dann nehme ich den von H&M. Da habe ich ja mal ein Video getestet, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. So sieht's aus. Ich kann es euch in der Infobox verlinken oder bei dem i. Oder schaut einfach mal bei meinem Kanal. Und dann klatsche ich auf alles nochmal ein bisschen Puder drauf. Dann nehme ich mir jetzt den Hoola Bronzer. Den mag ich ja sehr, sehr gerne, wie man das auch unschwer erkennen kann. Das ist für mich einfach der perfekte Bronzer, weil er einfach nicht so stark pigmentiert ist und ich das einfach so gerne mag. Dann nehme ich noch ein bisschen Rouge. Dann nehme ich jetzt den hier von Art Deco und den kriege ich ganz, ganz leicht einfach auf. Dann verwende ich einen Highlighter. Nehme jetzt diesen hier von Hattie, der mir leider komplett kaputt gegangen ist, weil er mir einfach mehrfach runtergefallen ist. Dann male ich mir einmal ganz kurz die Augenbrauen nach und ich trage jetzt noch ein bisschen Highlighter auf mein bewegliches Augenlid. Als Lippenstift nehme ich jetzt das hier. Das ist gar kein richtiger Lippenstift, sondern einfach nur so ein Tinted Lip Balm. Und das ist dann jetzt mein fertiges Make-up für heute. Und dann kommen wir natürlich auch schon zum letzten Step für heute, und zwar ist das Parfum. Und da trage ich heute One auf, und zwar drei Sprühe. Und dann nehme ich auch noch ein bisschen Two und ich würde sagen, ich mache ein. Sag zwei nochmal. Okay, passt schon. Also wie ich das schon einige Male erklärt habe, das sind Layering-Düfte. Das heißt, man kann sie entweder einzeln tragen oder sie funktionieren eben auch wunderbar zusammen, wenn man sie einfach beide trägt. Und ja, deswegen mache ich das eigentlich jeden Tag so. Und weil Jonas gleich noch unterwegs ist, aber wir vorher definitiv noch was zum Mittag essen wollten, essen wir jetzt auch schon zum Mittag. Heute mal ein sehr un-Instagram-taugliches Essen. Ich habe meine Pizza und das ist so ein Gemüsegedöns. Sieht nicht schön aus, ist aber wahnsinnig lecker. Und Jonas hatte keine Lust auf Pizza und hat sich deswegen Nudeln gemacht mit Pesto und auch das hässliche Gemüse, was aber übertrieben lecker schmeckt. So, ich habe mir jetzt meine Haare geföhnt und auch gestylt und so sehen sie dann jetzt aus. Und ansonsten hatten wir in der Zwischenzeit Handwerker hier. Das heißt, ich habe nichts Spannendes gemacht, außer unter einer dicken Decke auf der Couch zu sitzen und am Laptop zu arbeiten, weil die Handwerker kennen wir und es wäre dann sehr unangenehm, wenn die mich mit dem Bauch gesehen hätten. Deswegen habe ich gerade ein bisschen Zeit auf der Couch verbracht. Und jetzt suche ich mir ein richtiges Outfit raus, weil wir nämlich gleich auf den Weihnachtsmarkt gehen. Und ich versuche, Klamotten zu finden, in denen man diesen Bauch hier nicht sieht. Auf jeden Fall wollte ich eine schwarze Leggings anziehen, also irgendwas Enges an den Beinen. Und dann irgendwas Weites obenrum. Und so habe ich jetzt überlegt, ob ich einfach diesen Pulli anziehe. Einer der weitesten, die ich habe. Oh mein Gott. Verdammt, wie soll ich das kaschieren? Ah ja, Weihnachtsmarkt ist dunkel und eng. Ja. Kommt ja noch mal eine Jacke drüber, ne? Deswegen. Oder eventuell mit diesem Oberteil hier zu switchen. Und dann so eine dicke Jacke einfach drüber zu ziehen. Natürlich, wie gesagt, die schwarze Leggings dazu. So. Schwarz ist sowieso ganz gut. Ich finde, bei Schwarz sieht man gar nichts.
Ja, schwarz ist eine gute Idee. Ich ziehe mal gerade meine Leggings an und dann zeige ich euch mal meine finale Outfit-Idee. Okay, also. Ich habe mir jetzt gerade mal die schwarze Leggings angezogen. Ich trage jetzt die dicke Jacke. Habe ich jetzt meinen Mantel. Jetzt nehme ich mir noch meinen Schal. Ich entziehe ihn so, ihr werdet mich drüber schmeißen. Und der letzte Step wäre dann eine Handtasche, die ich dann auch so vor meinem Bauch tragen würde. Findet ihr, man erkennt da noch was? Ich würde fast sagen, nein. Also wenn ich mich jetzt so im Spiegel angucke, ich frage mal Jonas. Hier seht ihr das Outfit nochmal ganz Körper. Okay, also Jonas schaut sich jetzt mein Outfit an. Was sagst du? Viel Stoff. Würdest du was erkennen? Weiß ich nicht. Du trägst ja schon manchmal auch dicke Winterjacken und so. Also das ist so eine Standardjacke. Wenn man es weiß, fällt es natürlich auf, aber ansonsten... Findest du das auch gut, wenn man es weiß? Ja, wenn man es weiß schon. Ah ja, okay, minimal. Oh mein Gott. Ja, aber ist nicht schlecht, also. Ich finde es schon ziemlich gut kaschiert, muss ich sagen. Okay, wir gehen dann jetzt auf den Weihnachtsmarkt. Mal gucken, ob ich darauf angesprochen werde. Wir sind wieder zu Hause und ich setze mich jetzt so auf die Couch und werde euch mal erzählen, wie es war. Also wir waren jetzt mit ein paar Freunden auf dem Weihnachtsmarkt und es war sehr dunkel und sehr voll und es ist tatsächlich niemandem aufgefallen. Aber ja, ich würde sagen, ich mache mich dann jetzt bettfertig. Beziehungsweise ich putze mir eigentlich nur die Zähne, schmink mich ab und dann lege ich mich schon ins Bett, weil ich bin mega müde. Guten Morgen, ich bin jetzt schon seit ein paar Minuten wach und hatte jetzt die ganze Nacht lang diesen Babybauch getragen. Und oh mein Gott. Oh, also ich bin ja Bauchschläfer. Ich liege immer knallhart auf dem Bauch, wenn ich schlafe. Und das geht nicht mit so einem Fake-Baby-Bauch. Und deswegen musste ich mich da ein bisschen umorientieren. Habe ein bisschen auf der Seite geschlafen. Auf der anderen Seite ein bisschen Rücken. Also es war irgendwie alles echt unangenehm. Vor allem, wenn man einfach was anderes gewohnt ist. Ich glaube, bei einer Schwangerschaft gewöhnt man sich ja daran. Weil der Bauch immer mehr weiter wächst, dass man dann irgendwann nicht mehr so liegen kann, wie man es normalerweise gewohnt ist. Aber jetzt einfach so schlagartig. War schon ein bisschen krass. Und es war halt schon sehr unangenehm. Auf jeden Fall stehe ich dann jetzt auf. Ich trage jetzt gerade ein relativ enges Top. Das heißt, man sieht hier auch den Bauch sehr gut. Und auf jeden Fall wollte ich noch ein Pullover anprobieren, den ich aktuell sehr gerne trage. Und mal schauen, ob man damit überhaupt den Bauch noch erkennt. Okay, Leute, so sieht das jetzt aus. Der Pullover ist halt einfach leider zu kurz. Ansonsten fände ich das gar nicht mal so schlecht, weil so sieht man nicht so viel. Also, wisst ihr, wie ich meine? Es fällt halt einfach nicht so auf. Aber er ist leider, leider zu kurz. Aber die 24 Stunden sind jetzt ja auch Gott sei Dank vorbei. Und ich kann euch jetzt auch nochmal ein paar Bilder einblenden von meinem Rücken, weil ich werde jetzt gleich den Babybauch abnehmen. Und ich glaube, ich habe da einige Abdrücke, weil es ist schon ein bisschen unangenehm und tut ein bisschen weh. Also vielleicht sieht man da was. Mir hat dieses Video echt extrem viel Spaß gemacht. Aber Leute, ich bin mehr als glücklich, dass ich diesen Babybauch jetzt abnehmen kann. Ich habe es mir wirklich nicht so anstrengend vorgestellt. Mir war einfach nicht bewusst, dass so ein Bauch einen wirklich so im Alltag einschränken kann. Falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann könnt ihr sehr gerne auf das i klicken. Dort findet ihr weitere Videos von mir. Oder ihr klickt eins von diesen beiden. Hier sind meine Social Media Seiten. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und ich wünsche euch dann einen sehr, sehr schönen Tag. Und bin froh, dass der Bauch gleich ab ist.